Ja, hallo zusammen zur Vorlesung Makroökonomie im Sommersemester 2023 an der Jade-Hochschule. Sie sind die meisten von Ihnen weiter im Studium schon, das heißt, Sie werden mich, glaube ich, soweit kennen. Bernhard Köster, mein Name, ich bin hier für VWL und quantitative Methoden im Einsatz und insbesondere zur Makroökonomie. Was will ich hier mit der Makroökonomie? Ups, da muss ich mal rüber auf meine Präsentation, da ich hier mit zwei Bildschirmen arbeite. Was will die Makroökonomie insgesamt? Also das Ganze ist immer noch eine Einführungsveranstaltung. Im Wirtschaftsstudium relativ spät, sage ich mal, vergleichbar mit anderen Curricula an anderen Hochschulen angesiedelt. Nichtsdestotrotz, ja, wir fangen in dem Sinne von vorne an in dieser Veranstaltung mal den gesamtwirtschaftlichen Blick auf eine Wirtschaft und das werde ich beispielhaft anhand explizit von Deutschland machen, wo ich eine ganze Menge auch an deskriptiven Kennzahlen Ihnen präsentieren werde, nicht nur sagen werde, was ist denn eigentlich das Bruttoinlandsprodukt, sondern wir werden uns auch die Entwicklung dieser Kennzahlen über einen längeren Zeithorizont mit anschauen. Und der Hintergrund bei mir ist, dass ich möchte, dass Sie nach der Veranstaltung auch das, was medial zurzeit alles auf Sie einprasselt, die Inflation ist zurzeit eines der größten Themen, ja, was ist Inflation eigentlich und wo kommen wir her von der Inflation her und eben nicht nur das letzte Jahr oder die letzten 5 Jahre, auch nicht die letzten 10 Jahre, sondern ich werde Ihnen teilweise dann auch Zeitreihen seit den 1970er Jahren zeigen und das ist insbesondere bei der Inflation recht interessant, denn Sie haben dort wahrscheinlich die Schlagzeile gelesen. Höchste jahresdurchschnittliche Inflation im Jahr 2022 seit dem Zweiten Weltkrieg und da kann man jetzt schon direkt sagen, stimmt schon wieder nicht, denn es gab eine Revision dessen, wie wir Inflation messen vor ein paar Tagen und diese Revision, dass wir jetzt die Inflation etwas anders messen als vor 3 Monaten, hat dazu geführt, dass die jahresdurchschnittliche Inflationsrate um 1 Prozentpunkt niedriger mittlerweile offiziell ausgewiesen wird als im Januar dieses Jahres. Und also ich möchte, dass Sie letztlich mit diesen Begrifflichkeiten was anfangen können und deren Größenordnungen einordnen können. Das ist mit die Idee dieser Veranstaltung und dann werden wir, damit werden wir uns so ungefähr die Hälfte der Zeit beschäftigen und dann werden wir natürlich uns auch noch mit theoretischen Modellen auseinandersetzen, die Interaktion dieser ganzen Variablen versuchen, in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. Ja, formal gesehen, kontaktieren können Sie mich am allereinfachsten über E-Mail. Verwaltung der Vorlesungsinhalte läuft bei mir. Kann ich eigentlich mal gerade kurz aufmachen. Wo bin ich da? Jetzt muss ich mich suchen, weil ich hier über den Desktop gehen muss. Und ich finde ich mich jetzt schnell. Ja. Da. Sogar der erste Treffer. Ha. Dass die Vorlesungsunterlagen werde ich über meine Homepage bereitstellen. Der Moodle-Raum, der dient bei mir vornehmlich dazu, wenn irgendwas Organisatorisches oder so etwas ist, dann läuft das über Moodle, insbesondere auch die Kommunikation läuft bei mir über Moodle, das werde ich über die Ankündigung machen. Über die Ankündigung kriegen Sie dann ja auch automatisch noch eine E-Mail-Benachrichtigung. Also ich werde jetzt nicht irgendwie mit Infosys und sonst irgendwelchen 3 parallele Informationskanäle verwenden, sondern bei mir läuft alles über Moodle, was die Vorlesungsverwaltung angeht und die Inhalte, die laufen bei mir hier über meine Homepage. Ah,
Muss ich noch ein bisschen runterschieben, dass Sie das sehen. Ja, gerne. Genau, also sagen wir mal so, es ist so, dann zeige ich mal kurz, wie ich das gestaltet habe. Also hier, da muss eigentlich PPTX stehen, egal. Also da werden Sie einen PowerPoint runterladen. Da werde ich eben die Vorlesungsfolien vorher dann so mit sukzessive einstellen. Da können Sie dann letztlich auch direkt editieren, wenn ich sehe, ja, hier sind einige mit Tablet und sowas unterwegs. Das kann durchaus mal sein, weil es ist halt auch aktuell, ne, dass das eventuell dann am Sonntagabend oder sowas nachher passiert. Aber ich sag mal, spätestens zum Start der Vorlesung ist das Ganze dann da und dann können Sie das auch direkt dort editieren. Wie gesagt, da werde ich Ihnen die PowerPoint auch zu, da steht jetzt zwar PDF, ist aber eine PowerPoint hinterlegt. Und hier unten werde ich dann eben sukzessive meine editierten Folien hochladen. Und hier vorne ist dann das Video nachher verfügbar. Und zwischendurch wird es dann vielleicht auch die ein oder andere interessante Sache geben, die ich Ihnen dann da noch mit weitergebe. Wir werden auch noch ein paar Übungen immer zwischendurch mit einstreuen. Ja, aber das wird sich dann, denke ich, über die Vorlesungszeit soweit ergeben. Ja, im Allgemeinen ist es bei mir so, dass ich noch meine eigene Vorlesung halte. Sie werden hier, da ist es tatsächlich noch krasser als im Außenhandelsbereich. Im Bereich Makroökonomie werden Sie im Fachhochschulbereich und mittlerweile auch im Universitätsbereich ja, ein sehr vieles Nachbeten von einem Standardlehrbuch finden. Also wenn Sie da einfach mal Google anwerfen und mal gucken, was machen denn die anderen, dann werden Sie insbesondere die MenQ-Folien, die der Verlag zur Verfügung stellt, beziehungsweise für den deutschsprachigen Rauf Blanchard Illing. Illing ist, ich weiß nicht, mittlerweile ist er, glaube ich, emeritiert, Professor für Makroökonomie an der LMU in München. Naja, die Verlage, die stellen eben uns Lehrenden das Rundum-Sorglos-Paket zur Verfügung. Dann müssen wir nichts mehr machen. Und das sind alles gute Unterlagen. Sie werden, wenn Sie das vergleichen mit meinen, auch ganz viel Parallel und Ähnliches und sonst irgendetwas finden. Nichtsdestotrotz, wir sind in der Sozialwissenschaft und da ist es, Sie wissen vielleicht, ich habe zuerst mal ein Diplom in Physik gemacht. In Sozialwissenschaften ist es schlicht und einfach grundsätzlich anders als in Naturwissenschaften. In der Mechanik ist es so, dass sich das Runterfallen eines Apfels vom Baum eben per Gesetz beschreiben kann und dann ist das so, wenn ich das verifiziert habe nachher. In den Sozialwissenschaften, ganz besonders in unseren spannenden Zeiten, in denen wir leben, gibt es nicht die gültige Gesetzmäßigkeit. Und deswegen ist es, ich komme dann auch gleich noch zur Literatur, dazu, dass Sie jeweils dann immer, wenn Sie eine Darstellung eines solchen Themas bekommen, eben auch die Meinung in Anführungszeichen oder die Einschätzung des Lehrenden oder der Lehrenden mit dazu bekommen. Und ja, wenn man sich die Lehrbücher dann vornimmt und die genauer ein bisschen anguckt, dann stellt man das eben schlicht und einfach auch dann fest. Und das ist, sage ich mal, gerade in der Makroökonomie halte ich das für nicht so gut, wenn wir dann in dem Sinne weltweit alle das Gleiche lehren. Also von den, ja nicht Inhalten, sondern von den Themengebieten natürlich. Aber wenn es dann nachher auch in der Darstellung alles das Gleiche ist, dann glaube ich, denken wir irgendwann dann auch, dass das so sei. Ist es aber definitiv nicht. Also Sie werden sicherlich eine von mir persönlich gefärbte Darstellung der Zusammenhänge bekommen. Ich versuche aber auch Ihnen unterschiedliche, gerade was nachher die modelltheoretischen Zusammenhänge angeht, unterschiedliche, in Ihren Empfehlungen dann nachher sich sogar diametral widersprechende
Modellkonzeptionen mit darlegen und hoffe dann, und das ist der Anspruch dieser Veranstaltung, dass sie dann selber auch die Weite des Blickes haben, dass sie sich eben ihr eigenes Bild machen können, dass ich ihnen Handwerkszeug mit an die Hand gegeben habe und sie dann die gesamtwirtschaftliche Lage einschätzen können. Logisch, konsistent, aber eben aus ihrer Perspektive heraus. Naja, und das ist letztlich dann auch das, was Sie im Markt nachher benötigen, dass Sie wissen, Sie sind vielleicht in einem kleinen mittelständischen Unternehmen unterwegs, in einem kleinen Marktsegment, aber Sie bewegen sich eben in den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Naja, und die Preisentwicklung, die ist natürlich gerade für kleine und mittelständische Unternehmen aktuell teilweise dramatisch. Wenn die Inputkosten plötzlich durch die Decke gehen, inwieweit kann ich die denn dann überhaupt nachher an die Nachfrageseite mit weitergeben? Gerade im Gastronomiebereich sehen wir da, sind glaube ich auch einige Tourismusstudierende mit dabei, haben wir da natürlich jetzt wirklich ein Problem, wenn die Leute dann hingehen und sagen, ja, das Schnitzel kostet jetzt 22 Euro oder sowas. Bin ich dann noch bereit dafür zu bezahlen, dann kann ich viel erklären, dass das Mehl so viel kostet, dass der Strom so viel kostet und alles Mögliche. Na? Also diese makroökonomische Preisentwicklung, die wir jetzt in der Breite tatsächlich aktuell sehen, die einzuschätzen und die hat eben dann auch direkte Relevanz für auch ein kleines Marktsegment nachher. Und ja, das möchte ich mit Ihnen hier in dem Sinne gemeinsam erarbeiten. Dann der letzte Punkt, der interessiert natürlich auch, hat mich als Student auch immer sehr interessiert. Ja, es ist so, dass das, was ich hier mache mit Ihnen zusammen, dass das nachher prüfungsrelevant ist. Und ich werde gleich die Folie vorher nochmal hingehen zu der Literatur. Dort werden Sie eben noch einiges mehr mitbekommen. Und da möchte ich Sie auch dazu animieren, das tatsächlich zu machen. Also die meisten Bücher hier wird es auch als E-Books irgendwo geben. Da muss man in dem Sinne kein Buch mehr zur Hand nehmen, aber eben auch drüber hinaus lesen. Denn ich habe Ihnen auch gesagt, es ist zwar meine eigene, aber es ist damit meine eigene Veranstaltung, Sichtweise, die Sie hier mitbekommen. Und in anderen Lehrbüchern und so etwas kriegen Sie dann in Nuancen an der einen oder anderen Stelle dann eben auch eine andere Sichtweise, beziehungsweise können an der einen oder anderen Stelle dann eben auch weiterlesen, wenn Sie dort weitergehendes Interesse haben. Denn wir sind hier natürlich in der Grundvorlesung, da kann ich nicht in jedem Bereich wirklich so in die Tiefe gehen oder manches wird nur gestreift, manches kann ich gar nicht machen. Also lesen Sie bitte irgendwie auch weiter, denn das habe ich tatsächlich in den letzten Jahren, wenn ich jetzt so meine Assistentenzeit an der Uni vor 25 Jahren mit dazu nehme, dann bin ich seit 25 Jahren in diesem Lehrgeschäft mit drin. Das im Zuge der Digitalisierung und jetzt hier über meine Homepage, Sie kriegen in dem Sinne alle Unterlagen frei Haus geliefert. Früher sind wir dann hergegangen und haben gefragt, hier, ich war nicht da, kann ich das mal kopieren und sonst irgendwie. Das ist tatsächlich nach meiner Erfahrung deutlich weniger geworden, dass man in dem Sinne dann sagt, naja, ich habe ja alles für die Veranstaltung. Das ist auf der Homepage oder bei anderen Kolleginnen und Kollegen im Moodle-Raum oder sowas drin. Und dann liest man nicht mehr drumherum. Und das finde ich tatsächlich sehr schade. Also versuchen Sie mal irgendwie auch noch ein bisschen mehr drüber hinauszunehmen, frei nach dem lateinischen Spruch non scole sed vitae. Discimus, nicht für die Uni, sondern für das Leben lernen wir letztlich. Okay, dann möchte ich Ihnen die ganzen Bücher mal etwas einordnen. Die sind auch von der Auswahl her so, das habe ich gerade eben schon gesagt, im zweiten Teil der Vorlesung werden wir uns dann mit Modellen auseinandersetzen und diese Modelle, die sind eben in ihren Implikationen sehr, sehr unterschiedlich. Sprich, die unterscheiden sich fundamental in den Annahmen, die gemacht werden. Wie funktioniert denn eigentlich Wirtschaft?
Und ist alles konsistent und logisch. Und nachdem habe ich Ihnen auch mal diese Literatur mit ausgewählt. Zum einen ist es natürlich Standardliteratur. Zum anderen, sage ich Ihnen gleich mit dazu, ist das eine Buch eher der einen Sichtweise anhängig und das andere Buch eher der anderen. Also Blanchard Illing, ja, oder fangen wir hier mit. Fangen wir mit Mankiw Taylor an. Da kann man sagen, ist eine relativ klassische Sichtweise und der Mankiw Taylor ist letztlich weltweit das am weitesten verbreitete Standardlehrbuch. Ich glaube, so Anfang der 80er irgendwann wurde das das erste Mal geschrieben. Taylor ist dann später mit dazugekommen. Gregory Mankiw war auch Wirtschaftsberater unter der Bush-Administration, also des kleinen Bushs, Anfang der 2000er gewesen. Und ja, in dem Sinne relativ marktbasiert. Lasst nach Möglichkeit die Märkte in Ruhe, die machen das schon am allerbesten, ohne dass sich der Staat einmischt an der Stelle. Eine quasi komplett andere Sichtweise ist Peter Bofinger, das jetzt auch aus dem deutschsprachigen Raum ein sehr weit verbreitetes Buch, Grundzüge der Volkswirtschaft. Also dort finden Sie Mikro und Makro zusammen, aber hier geht es jetzt eben um den Makroteil aus dem Buch. Mit Peter Bofinger habe ich auch zusammengearbeitet, als er noch beim Sachverständigenrat, oder er war beim Sachverständigenrat einer der fünf Wirtschaftsweisen, ich war im wissenschaftlichen Stab tätig. Und er war, wenn Sie ihn mal googeln, ja, oder ist immer noch eine, ja, sehr pointierte Persönlichkeit. Und ihn ordnet man dann als sogenannten ja, Hardcore-Keynesianer ein. Und aus dem Keynesianismus heraus ja, argumentiert man, dass der Staat doch an vielen Stellen sinnvollerweise eingreifen sollte in das Marktgeschehen. Er stellt dann die neoklassische Sichtweise in seinem Buch auch dar, aber das tatsächlich dann mit dem einen oder anderen Nebensatz, wo er das dann schon bewertet, was er davon hält. Also das finde ich dann auch tatsächlich recht spannend, sowas mal nebeneinander zu legen. Aber beides absolut empfehlenswerte Bücher und Blanchard Macroeconomics beziehungsweise Blanchard Illing, also Olivier Blanchard war lange Jahre mal Chefökonom des Internationalen Währungsfonds, dann auch im Pendant des Sachverständigenrats in Frankreich beratend für die französische Regierung tätig und ist ein ja, weltweit sehr renommierter Mitökonom. Und Gerd Illing eben, habe ich vorhin schon angesprochen, der hat dann eben quasi die deutsche Version dieses Buches dann geschrieben zusammen. Und sagen wir mal prinzipiell ein bisschen Richtung Keynesianismus, also Interventionismus ausgerichtet, aber kann man vielleicht sagen, in der Darstellung etwas mehr in der Mitte von beidem. Also dort werden Sie beide Sichtweisen gleichgewichtet nachher mit finden. Okay, dann Ben Hedira, Foundations of Modern Macroeconomics. Das ist, sage ich mal, ein etwas theoretischeres Buch. Ja, wir werden hier auch ein bisschen was rechnen, die ein oder andere Ableitung bilden. Letztlich basiert das wirtschaftliche Konzept auf dem Homo economicus. Die Mikroökonomie kennen Sie, Gewinnmaximierung der Unternehmen. Ableiten und Nullsetzen beziehungsweise Nutzenmaximierung der Individuen unter Nebenbedingungen ableiten und Nullsetzen. Naja, und diese Mathematik, die kann man natürlich dann noch immer weiter und weiter treiben. Also wer daran ein bisschen interessiert ist, weil soweit können wir das jetzt hier auch nicht machen in der Grundveranstaltung, das ist dann ein etwas theoretischeres Buch, wo die Modelle dann etwas stärker elaboriert werden. Genauso, und da sehen Sie es dann schon im Titel, Introducing Advanced Macroeconomics von Sörensen und Witter Jacobsen. So, und dann habe ich noch, das werden wir eben im ersten Teil auch viel in dieser Veranstaltung machen, Ihnen mal noch hingegeben, Dieter Brümmerhoff und Stobbe quasi als das Uraltbuch
Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch neu aufgelegt wird, aber der ist, glaube ich, in den 60er Jahren das erste Mal volkswirtschaftliche Gesamtrechnung gemacht worden. Das ist quasi das durchgängige Buch gewesen und Brümmerhoff jetzt aktuell. Denn ich bin, hatte ich vorhin schon angesprochen, eben ein Freund davon, dass man sich mit den Zahlen auch und wie sehen die Zahlen konkret aus, auseinandersetzt. Naja, und die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, das ist in dem Sinne die Rechnungslegung unseres Landes. Kosten- und Leistungsrechnung haben, glaube ich, die meisten von Ihnen schon hinter sich. Ja? Da machen Sie das Ganze fürs Unternehmen und die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung macht das Ganze für den Staat. Okay. Na, muss ich dahin? Ja, und bezüglich Daten habe ich Ihnen hier auch mal einen Überblick gegeben. Na, wo kriegen wir die denn eigentlich her? Das habe ich aufgeteilt in institutionell und das andere, ups, habe ich noch eine andere Farbe. Und nachher dann die Interpretation, insbesondere über die Forschungsinstitute. Da kann ich Ihnen nur ans Herz legen, fangen Sie an, selbstständig auch mit Daten umzugehen und die darzustellen, da mal selber eine Kennzahl zu auszurechnen und so weiter. Und so fort. Naja, wo kriegen wir die Zahlen her? Insbesondere für Deutschland vom Statistischen Bundesamt, von der Bundesbank. Dort finden Sie überall dann auch so einen Reiter mit Data, Arbeitslosenzahlen, Bundesagentur für Arbeit. Wenn wir dann den internationalen Blick machen wollen, die Internationale Arbeitsorganisation auf europäischer Ebene natürlich bei der Europäischen Zentralbank. Grundsätzlich habe ich Ihnen hier einige Zentralbanken, BOE, Bank of England. Finden Sie Fed, die amerikanische Notenbank, finden Sie dort überall eine Menge an Zahlen, die OECD, der IMF, die Weltbank und, weil ich da mal selber gearbeitet habe, so ein bisschen einiges an aufbereiteten Zeitreihen finden Sie auch beim Sachverständigenrat. Auch im Hinblick auf Hausarbeiten oder insbesondere nachher Bachelorarbeiten, insbesondere hier beim Statistischen Bundesamt. Wenn Sie irgendwas benötigen, ist zwar ein bisschen aufwendig, man muss suchen, die sind gerade am Umstellen ihrer Datenbank generell, aber da finden Sie auf jeden Fall etwas. Und da bin ich eben auch ein Freund mit davon, wenn man in der Studie irgendwo was gelesen hat, naja, dann ist die wahrscheinlich ein Jahr oder 2 Jahre alt. Sie schreiben jetzt Ihre Bachelorarbeit und dann wäre es ja schön, wenn man dann diese Zeitreihe dann tatsächlich auch bis an den aktuellen Rand noch mit darstellen könnte. Oder aus so einem PDF-Studie oder sowas kriegen Sie dann aus dem Diagramm auch schwerlich irgendwo das Ganze raus. Was dann gerne gemacht wird, ist per Copy und Paste halt das Bild rausschneiden und sich bei sich halt einkleben. Sieht zum einen nicht so toll aus, zum anderen, ja, kommt man da dann auch irgendwann schnell an die Grenzen mit dem Copy und Paste. Also gehen Sie mal da rein in die Daten selber. Und dann haben wir eben in Deutschland eine ganz große Vielzahl von Wirtschaftsforschungsinstituten. Ich habe mal herausgehoben, das Handelsblatt Research Institut ist nicht das größte ganz oben, aber Hintergrund ist, dass ich dort auch ein paar Jahre gearbeitet habe. Mit denen zusammen mache ich immer noch einmal im Vierteljahr eine Konjunkturprognose. Das werde ich dann hier, denke ich, auch nochmal vorstellen, werden wir in ein paar Wochen auch nochmal machen. Das ist letztlich das. Sie sollen in die Lage versetzt werden, wenn irgendjemand sagt, oder auch die Bundesregierung macht natürlich eine Prognose darüber, wie sich die Wirtschaft entwickelt, dass Sie so etwas dann eben mit den Begrifflichkeiten etwas anfangen können, das Ganze einordnen können. Ja, recht bekannt ist das CES-IFO in München. Die geben insbesondere auch den sogenannten IFO-Konjunkturindikator raus. Kann mit dem Begriff schon jemand von Ihnen was anfangen? IFO-Geschäftsklima. Niemand gehört bisher. Das ist vielleicht für Deutschland ja der bekannteste Indikator. Also wenn Sie Nachrichten hören oder so etwas, dann wird dort, wenn das Ding zweimal gefallen ist, kommt das auch in der Tagesschau vor, dass das dann
eine Bedeutung hat. Das DIW, Deutsche Institut für Wirtschaft in Berlin, IAB Arbeitsmarktforschung, IFE Institut für Weltwirtschaft in Kiel, IW in Köln Institut der deutschen Wirtschaft dann genannt. Beim IW muss man auch vom Hintergrund her wissen, dass die Arbeitgeber finanziert sind. Habe ich das IMK unten auch mit drauf? Da, oben drüber steht das IMK, deswegen habe ich die beiden auch dazu genommen. Und das IMK ist gewerkschaftlich finanziert. Also das hier, Arbeitgeber finanziert, und das ist gewerkschaftlich finanziert. Die haben tatsächlich geschluckt, als der Dieselgate rauskam, denn, nicht überraschend, Volkswagen ist dann natürlich einer der Hauptzahler dieses Instituts. Hat sich ja zum Glück wieder alles ein bisschen beruhigt, aber da wurden dann erstmal Gelder etwas zusammengestrichen in der Zeit. Also wenn Sie, das ist letztlich dann auch wieder interessant bzw. wichtig, wenn Sie von diesen Instituten Studien lesen, dann sind die tatsächlich auch gefärbt davor her, wo kommt die Kohle her. Das KOF ist aus Zürich, RWI sitzt in Essen, das ZEW ist in Mannheim, und dann habe ich noch ein paar internationale Ihnen mit rausgenommen. Bruegel wird auch gerade, was die europäische Entwicklung angeht, derzeit relativ häufig zitiert. Die sitzen in Brüssel, das NISER ist in London anhängig, das ESRI ist in Irland anhängig, NBEA, das ist ein weltweiter Think Tank, der in den USA angesiedelt ist, genauso wie Peterson Institute and Brookings Institution. Ja, und letztlich im akademischen Studium geht es letztlich nachher auch darum, dass Sie in der Lage sind, wissenschaftliche Veröffentlichungen zu lesen, also auch hier, wenn Sie irgendwo eine Hausarbeit oder eine Bachelorarbeit nachher dann anfangen, werden Sie sehr wahrscheinlich hier bei diesen Instituten in dem Umfeld Ihres Themas auch was dazu finden. Ja, das so insgesamt zum Überblick. Habe ich noch irgendwas Formales oder sowas vergessen, was Sie jetzt schon wissen möchten? Gut, dann steigen wir inhaltlich ein. Wie gesagt, wir fangen hier in dem Sinne von ganz vorne an und fragen uns, was ist denn eigentlich Makro- bzw. was ist denn eigentlich Volkswirtschaftslehre? Da hat sich schon wieder mein Format verschoben. Ups. Ja, und wie ich es eben schon gesagt habe, wir sind in der Sozialwissenschaft und na, was ist Wirtschaft oder so, können wir versuchen zu definieren, aber wirklich irgendwie exakt oder sowas, das werden wir nicht hinkriegen. Deswegen hier zwei mögliche Definitionen mit einem Augenzwinkern. Das eine tautologisch, Economics is what economists do, das heißt, wir erfinden das Ganze einfach nur, dass ich eine Arbeitsstelle habe und Sie mir jetzt hier zuhören müssen, oder was ich mal gefunden habe bei Kurt Tucholsky, Nationalökonomie ist, wenn die Leute sich wundern, warum sie kein Geld haben, das hat mehrere Gründe, die feinsten sind die wissenschaftlichen Gründe, doch können wir solche durch Notverordnungen aufgehoben werden. Also hier haben wir quasi auch schon sowas wie ein Staatsinterventionismus. Sie sehen hier unten auch das Jahr 1931, wann er das geschrieben hat. Das ist also im Zuge der Weltwirtschaftskrise und dem unsäglichen Aufstieg der Nazis in dieser Zeit. Und was dann mit Notverordnungen gemacht wurde, das wissen Sie, glaube ich, alle. Über ältere Nationalökonomie kann man ja nur lachen und dürfen wir selber daher mit Stillschweigen übergehen. Sie regierte von 1715 bis vor Christo bis zum Jahre nach Marx. Seitdem ist die Frage völlig gelöst. Die Leute haben zwar immer noch kein Geld, wissen aber wenigstens warum. Na, also könnte man jetzt noch, die zitiert er jetzt nicht, aber Adam Smith, Thomas Hobbes und sonst irgendetwas mit dazu nehmen. Also als man das Ganze dann irgendwie verwissenschaftlicht hat, in Anführungszeichen. Das mal mit einem Augenzwinkern dazu. Hier dann
ja, quasi mal ein Versuch, das Ganze zu definieren, aber da sehen Sie auch schon irgendwie schwer in der Definition, es geht schon über die ganze Seite drüber, also es ist letztlich eine Beschreibung, mit dem wir uns beschäftigen. Die Volkswirtschaftslehre befasst sich mit der Analyse wirtschaftlicher Zusammenhänge. Also was kaufen wir, was verkaufen wir, und das ist jetzt eben wichtig, wir versuchen daraus jetzt Modelle abzuleiten, Gesetzmäßigkeiten, aber eben nicht im naturwissenschaftlichen Sinne, denn wir Menschen haben eben dummerweise immer noch die Möglichkeit, selbst wenn wir in einer Diktatur leben sollten, uns irgendwie anders zu verhalten, als es das Gesetz sagt. Der Apfel kann das relativ schwerlich wieder auf den Baum springen, auch wenn er das quantenmechanisch prinzipiell kann, aber tut er irgendwie relativ selten. Also, mit dieser Modellbildung werden wir uns beschäftigen. Wir wollen nämlich dann diese erkannten Gesetzmäßigkeiten, und da sind wir dann eben nachher bei der Anwendung, sowohl im Großen, makroökonomisch, wirtschaftspolitisch, als auch im Kleinen. Naja, welche Produktlinie soll ich denn ausbauen, welche soll ich zurückfahren? Das wollen wir aus diesen Gesetzmäßigkeiten lernen, nämlich wirtschaftliche Ereignisse vorherzusagen und daraus dann uns Handlungsoptionen aufzuzeigen. Was ist denn zu tun? Ja, und da kommen wir immer wieder dann dazu, dass wir Menschen uns letztlich auf Märkten treffen. Ganz physisch auf dem Wochenmarkt, aber auch virtuell mittlerweile und auch in dem Sinne rein institutionell. Das finden wir tatsächlich immer wieder, und so gesehen muss man vielleicht an Herrn Tucholsky ein bisschen widersprechen. Wir finden tatsächlich dann auch in der Rückschau immer wieder, okay, viele Ereignisse können wir dann mit Marktprozessen tatsächlich recht gut erklären. Auch so etwas, dass jetzt plötzlich die Preise durch die Decke gehen. Das ist auch recht gut mit Märkten zu erklären. Und teilweise stellen wir dann fest, wir haben eine Vorstellung von einem vollkommenen Markt. Das haben Sie vielleicht auch schon in Mikroökonomie soweit definiert. Voll transparent, unendliche Reaktionsgeschwindigkeiten, dass der Preis sich ganz schnell miteinander anpassen kann. Mitunter stellen wir dann aber eben fest, dass diese vollkommenen Märkte nicht so richtig funktionieren. Also wir wollen auch wissen, inwieweit funktioniert unser Marktkonzept nachher. Ja, eine solche Definition oder Einführung werden Sie auch in allen anderen Lehrbüchern irgendwo finden. Überall nachher ein bisschen anders, und hier unten habe ich Ihnen mal einen Link gegeben, da sind mal eine ganze Menge einfach zusammengefasst worden von den beiden Kollegen, was alles Volkswirtschaftslehre oder Ökonomie sein kann. Ja, also wir wollen diese Analyse durchführen. Wie funktioniert diese Analyse? Letztlich ähnlich wie beim Arzt. Wir gehen erstmal hin und gucken uns den Befund an. Wir machen also eine Diagnose, wir machen eine Deskription des Ganzen. Ja, und diese Deskription, die mache ich mit Ihnen tatsächlich in einem etwas größeren Umfang als in einer, ja, in einem Standardlehrbuch oder so etwas, weil ich Ihnen auch nach Möglichkeit eben die relativ aktuellen Zahlen mit an die Hand geben möchte. Und hier auch mit der Hinweis von meiner Seite, das war für mich dann ein Aha-Erlebnis, als ich die Uni verlassen habe. Ich denke, dass ich theoretisch relativ gut ausgebildet gewesen bin. Und als ich 2008 zum Sachverständigenrat dann bin, dann hieß es halt einfach so, und jetzt machst du mal. Jetzt nimmst du die ganz konkreten Zahlen. Damals war es bei mir, ich durfte mir mitten oder beim Start der Finanzkrise den öffentlichen Bankensektor in Deutschland angucken. Ja, die West-LB, die Sachsen-LB und alles sowas, das gibt es alles nicht mehr. Die sind im Zuge dieser Finanzkrise dann letztlich verschwunden. Ja, was eine Bankbilanz ist, das wusste ich. Wie die aufgebaut ist, wusste ich auch. Wie ich einen Quartalsbericht und wie ich sowas dann alles mache,
das lese, das wusste ich nicht so richtig. Und das durfte ich dann mehr oder weniger Training on the Job in Nachtschichten mir erarbeiten, auch die ganzen Zahlen miteinander zu verwursten und da Informationen herauszubekommen. Deswegen wird hier immer in der Veranstaltung immer wieder kommen, üben Sie das letztlich in Ihrem Studium, üben Sie das auch, indem Sie gängige Softwarepakete, hier sage ich explizit, üben Sie es einfach in Office, in Excel andauernd, sodass Sie eben nicht immer jedes Mal die Einzelzahl irgendwo eintragen müssen, sondern eben die ganzen Möglichkeiten, die Sie durch die Software, durch die Digitalisierung haben, eben auch zu benutzen. Da habe ich mitunter manchmal so ein bisschen den Eindruck, Digital Natives, ja, aber das Ganze ist halt dann doch ein bisschen mehr als mit dem Daumen über Smartphone was zu wischen. Okay, also diese Deskription, die ist mir tatsächlich relativ wichtig. In meinem Studium war das relativ wenig. Da haben wir halt unsere Lehrbücher gehabt und die Daten, die da drin waren, die waren halt 3 Jahre alt oder so oder 5 Jahre. Ja. So, daraus, wenn wir diese Deskription haben, dann stellen wir Hypothesen auf, dann wollen wir abstrakte Modelle entwickeln. Das ist unsere Theoriebildung. Naja, und dann müssen wir eben, wie bei jeder Theorie, ist nur das wert, wie viel kann sie denn tatsächlich beschreiben. Wir müssen das Ganze evaluieren. Und diese Evaluation, die ist tatsächlich dann in Sozialwissenschaften anders als in Naturwissenschaften. In Naturwissenschaften können wir tatsächlich hergehen und die Rahmenbedingungen setzen. Und dann können wir dieses Experiment immer wieder unter den festen Rahmenbedingungen wiederholen. Wir können jetzt nicht hergehen, naja, wie gehen wir denn mit einer Finanzkrise um? Ja, machen wir doch einfach nochmal eine und machen da mal was anderes als beim letzten Mal. Na, also die sogenannte kontrafaktische Situation zum Abgleich, an die kommen wir ganz schwierig in den Sozialwissenschaften ran. Wir können nicht einfach mal sagen, naja, wir probieren jetzt mal die wirtschaftspolitische Maßnahme aus und dann probieren wir das nächste Mal unter gleichen Bedingungen die andere aus und dann evaluieren wir das Ganze. Das geht nicht, das ist hier in dem Bereich viel schwerer, das müssen wir in dem Sinne immer irgendwie gleichzeitig machen. Aber wenn wir dann eben etwas gefunden haben, wo wir sagen, okay, hier habe ich die Überzeugung, dass Wirtschaft so funktioniert, dann kann ich damit eben dann meine Prognose starten, wie ich es vorhin auch in dieser Beschreibung, Definition Ihnen gezeigt hatte. Wie gesagt, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Letztlich alle diese Wirtschaftsforschungsinstitute kommen, ich glaube fast alle 3 Monate mit einer neuen Prognose, wie geht es denn in unserem Land weiter, mit heraus. Dieses alle 3 Monate ist dem geschuldet, dann bleibe ich doch hier drauf, dass ja die volkswirtschaftlichen Kennzahlen und insbesondere das Bruttoinlandsprodukt, mit dem wir uns eingehend beschäftigen werden, hier, was eine Maßgröße für die gesamtwirtschaftliche Leistung sein soll, das wird alle 3 Monate erhoben. Also wir kriegen quasi alle 3 Monate einen neuen Datenpunkt. Und dann ändert sich häufig relativ zügig die wirtschaftliche Einschätzung. Ja, und ganz am Schluss kommt dann da der Volkswirt heraus und will mit politisch beraten, aus dem Sachverständigenrat, mittlerweile ausgeschieden, ist das Lars Feld, weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gehört haben, das ist quasi so der Spiritus Rector, der hinter unserem Finanzminister Herrn Lindner steht, einer der Hauptberater. Bei großen Banken werden Sie den Posten eines Chefvolkswirts irgendwo finden oder auch bei großen Konzernen gibt es volkswirtschaftliche Abteilungen. Das ist das, was dann letztlich, wenn man Volkswirt ist, hinten steht. Bei Ihnen ist, glaube ich, bei den meisten ist eher betriebswirtschaftlich mit ausgerichtet, aber da ist eben dann das volkswirtschaftliche Wissen notwendig, um Gesamtzusammenhänge einzuordnen. Ja, und wenn wir dann eben hier sind in dieser Beratung, und da sage ich, muss man dann ein bisschen aufpassen,
da trennt sich das Ganze dann in dem Sinne. Bis dahin sind wir hoffentlich nach bestem Wissen und Gewissen als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen unterwegs gewesen. Und ja, da versuchen wir, die Welt zu erklären. Aber wir versuchen in dieser Sichtweise noch nicht irgendwie zu sagen, so ist es richtig, das ist zu tun. Sondern wir gucken in dem Sinne deskriptiv auf die Wirtschaft, gucken uns an, was passiert und wie es passiert, das erklären wir oder versuchen das Ganze zu erklären. Wenn wir jetzt dann zu den Handlungsoptionen übergehen und eine Beratung machen, dann gehen wir über als Wirtschaftspolitiker oder Politikerin und dann wählen wir quasi nachher aus unserem Modell, aus unseren Erklärzusammenhängen aus und sagen, das Ganze ist so und so zu machen. Und da verweise ich immer so ein bisschen drauf. Wir haben ja mittlerweile massenweise Talkshow-Formate irgendwo, wo dann sich die Leute ab 10 Uhr abends gegenüber sitzen und am besten finden das natürlich die Moderatorinnen und Moderatoren dann, wenn es so richtig hitzig hin und her geht. Naja, und wenn man sich das dann anschaut, dann stellt man meistens, nicht immer, aber meistens stellt man irgendwie fest, dass da doch hoffentlich recht schlaue Leute eingeladen sind, die alle logisch argumentieren können. Und die sagen dann aber häufig gegensätzliche Dinge, was zu tun ist. Und da sind wir dann genau in diesem Bereich, dass hier jetzt eben Meinung, Überzeugung mit reinkommt. Da mache ich dann nachher die Auswahl. Und das nenne ich dann mitunter meinungsstarke Wirtschaftswissenschaftler, die dann nach meiner Ansicht nach diese Grenze verschwimmen lassen und dann argumentieren, ja, aber es hat jetzt so und so zu passieren. Und das ist richtig. Und davor tatsächlich möchte ich ein bisschen warnen, das zu sagen in einer Sozialwissenschaft, so ist es richtig. Ist zwar auch wieder normativ, aber ist meine Überzeugung, dass es tatsächlich nicht so ist, dass wir nicht sagen können, dieser eine Punkt funktioniert. Und wenn wir jetzt diese beiden großen Krisen in den letzten 100 Jahren nehmen, die globale Finanz- und Wirtschaftskrise und die Weltwirtschaftskrise, dann haben wir tatsächlich in der Weltwirtschaftskrise anders gehandelt als in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Und in der Weltwirtschaftskrise in dem Sinne eher neoklassisch und in der globalen Finanzkrise eher interventionistisch keynesianisch. Und wahrscheinlich sind wir in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise damit besser gefahren, interventionistisch zu handeln. Jetzt könnte man sagen, naja, dann machen wir das doch immer so. Und jetzt ist es allerdings dann so, gut, Corona hat nochmal extrem zu einer extremen Verwerfung geführt, aber wenn ich andauernd interventionistisch handle, also andauernd in die Märkte eingreife, dann funktionieren die Märkte irgend oder dann will ich in dem Sinne Marktprozesse außer Kraft setzen. Was ich dann teilweise eben feststelle, ist, dass das den Märkten ziemlich wurscht ist. Und wenn ich in dem Sinne immer andauernd externe Nachfrage generiere, indem ich noch ein Stützungsprogramm und noch ein Stützungsprogramm auflege seitens der Institutionen, dann darf man tatsächlich nicht überrascht sein, wenn irgendwann die Preise anspringen. Und das haben wir wahrscheinlich gesehen. Dass also in dem Sinne wir wieder zurück in ein anderes Szenario, wo wieder das andere Modell eher relevant ist, seine Gültigkeit in dem Sinne wieder erlangt. Und da sollte man, glaube ich, wirklich aufpassen, dass man da sagt, okay, ich gucke mir immer die Rahmenbedingungen an und was passt denn jetzt aktuell? Und abstrakt teilt man das Ganze auf, dass man dann eben sagt, das eine Mal mache ich eine positive Aussage und das andere Mal mache ich eine normative Aussage. Und positive Aussage sagt eben, ich nehme meine eigene Wertung heraus. Ich bleibe
deskriptiv, ich bleibe hier beschreibend, ohne mein persönliches Werturteil dort mit reinzunehmen. Das heißt, das eine mal deskriptiv und das andere mal preskriptiv. Und das Ganze wollen wir mal anhand von einigen Beispielen versuchen anzuwenden. So, vor gut 10 Jahren haben wir in Deutschland einen Mindestlohn eingeführt. Das heißt, rein rechtlich, aktuell liegt er bei gut 10 Euro, darf ich also niemanden einstellen für weniger als 10 Euro die Stunde. Und jetzt machen wir die Aussage, die Einführung des Mindestlohns führt zur Arbeitslosigkeit bei Geringqualifizierten. Würden Sie da sagen, eher preskriptiv, eher positiv oder normativ? Positiv, genau. Warum? Genau, ne? Also dahinter steckt in dem Sinne die Modellbildung eines Marktes. Und wenn wir hier einen Arbeitsmarkt zugrunde legen, machen wir hier den Lohn und hier die Arbeit, Angebot und Nachfrage, dann wird, wenn dieser Markt funktioniert, wir werden uns noch intensiver mit dem Arbeitsmarkt auseinandersetzen, sich hier ein Gleichgewichtslohn einstellen. Naja, und wenn dieser Gleichgewichtslohn, also hier wird es auch Leute geben, die bereit sind, zu einem relativ geringen Lohn zu arbeiten. Und wenn wir jetzt hier einen Mindestlohn da oben einführen, der oberhalb des Gleichgewichtslohnes liegen würde, dann kriegen wir eben nachher hier Arbeitslosigkeit an der Stelle. Da ist jetzt aber, genau wie Sie gesagt haben, keine Wertung oder sowas mit dabei. Da sage ich nicht, das ist gut oder schlecht, sondern wir dürfen nicht aus empirischen Befunden heraus überrascht sein, wenn es dann insbesondere bei Geringqualifizierten, die eben nur eine Arbeit kriegen würden, wenn die Arbeit für, sagen wir, 8 Euro pro Stunde entlohnt werden würde. Das heißt, hier sind wir in dem Sinne in der Anwendung unseres Modells als Wissenschaftlerin unterwegs. So, ja, warum wollten wir oder warum haben wir das denn gemacht? Das ist eine wirtschaftspolitische Maßnahme. Naja, es war die Argumentation, wenn, und damals ging es tatsächlich insbesondere herausgehobene Beispiel, die Friseurinnung, insbesondere auch in den neuen Bundesländern, wo teilweise halt, weiß ich nicht, 4-5 Euro oder sowas die Stunde gezahlt wurden. Da hat man gesagt, ja, die Leute arbeiten jetzt 40 Stunden und können sich fast nicht das Essen oder die Wohnung davon überhaupt leisten. Das heißt, man wollte diese Leute besser stellen. Und dann die Aussage, die in einigen Bereichen erzielten Einkommenssteigerungen durch die Einführung eines Mindestlohns. Der eine Friseurladen will nicht zumachen, deswegen stellt er jetzt die Leute mitunter für 10 Euro ein. Die sind wichtiger als das, was wir hier vorher gesagt haben. Naja, ein paar werden sicherlich jetzt keine Arbeit mehr finden, weil keine Arbeitgeberinnen bereit sein werden, oder einige, nicht alle, aber einige werden nicht bereit sein, diese 10 Euro zu bezahlen. Sind wichtiger als die steigende Arbeitslosigkeit in anderen Bereichen, positiv oder normativ. Mhm, weil? Weil was wichtig ist oder unwichtig, das ist ja. Genau, ne? Also hier machen wir in dem Sinne so ein Wohlfahrtsmaß rein. Hier bewerten wir die Besserstellung der einen Seite höher als die Schlechterstellung von jemand anders. Aufwiegen der zwei Seiten gegeneinander. So, ja, dann ging der Ölpreis in jüngster Zeit durch die Decke. Mittlerweile hat es sich wieder ein bisschen beruhigt. Aber
Das Statement, ein steigender Ölpreis steigert die Nachfrage nach Elektroautos. Positiv, normativ, ja? Positiv? Mhm. Und ist das zu erwarten, dass das passiert? Wenn? Also welche Modell oder welcher ökonomische Zusammenhang steckt dahinter? Bitte? Nochmal? Ja, genau, richtig. Wunderbar. Na? Was haben wir hier nämlich? Hier haben wir zwei Güter. Wir haben ein Verbrennungsauto und wir haben ein Elektroauto. Na, und die sind prinzipiell für die gleiche Nutzenstiftung zuständig, nämlich wie komme ich möglichst gut von A nach B. Das heißt, diese beiden Güter sind substitutiv zueinander. So, und was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir noch ein drittes Gut mit dazu, nämlich den Ölpreis. Und dieser Ölpreis, der fließt jetzt in den Preis unseres Verbrennungsautos mit ein. Denn der ist vornehmlich für die Betriebskosten dieses Verbrennungsautos zuständig. Das heißt, was hier letztlich steht, ist, wir nehmen zwei substitutive Güter und erhöhen den Preis des einen, nämlich des Autos Verbrennungsmotor. Den erhöhen wir. Was passiert dann mit der Nachfrage nach dem Substitutgut? Da ist unsere Überlegung dann eben, naja, wenn wir rationale Nutzenmaximierer sind, dann schwenke ich um zu dem billigeren Gut, ne? Das sind diese sogenannten Kreuzpreiselastizitäten, die Sie, glaube ich, in Mikro gemacht haben. Ist das so? Oder auch in der Betriebswirtschaftsvorlesung und sonst irgendwo. Ne? Das ist letztlich dann auch wieder Markteinschätzung hier. Ne? Ich mache es mal eben Klammern dahinter. Kreuzpreiselastizität. Die Betreiber von Kohlekraftwerken müssen stärker an den Kosten, die die CO2-Emissionen im Zuge des Klimawandels verursachen, beteiligt werden. Positiv oder negativ? Oder normativ? Ja? Genau, ne? Also, dass Kosten entstehen, ich meine, wir haben sie halt 100 Jahre lang ignoriert, diese Kosten, weil sie nicht irgendwie monetär aufgetreten sind. Das nennt man dann sogenannte externe Effekte, die wir hier haben. Umgekehrt müssen wir auch sagen, dass unsere ganze Industrialisierung, dass wir also überhaupt so viel Zeit haben, über sowas nachzudenken, wäre ohne die Verbrennung von Kohle wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Also in dem Sinne, wenn wir von vornherein diese externen Effekte internalisiert hätten, wäre es vielleicht auch gar nicht möglich gewesen, unsere industrielle Revolution im 19. Jahrhundert so durchzuführen. Aber schlicht und einfach sehen wir jetzt eben diese massiven Auswirkungen, die das Ganze hat. Diesen in dem Sinne positiven Befund nehmen wir jetzt und sagen, naja, was machen wir damit an der Stelle? Und da können wir dann sagen, wir wollen den direkt internalisieren, dass der nachher zu den Produktionskosten dazugehört. Beziehungsweise, wie machen wir es jetzt? Wir haben eine CO2-Steuer eingeführt. Wir sagen, es geht nicht direkt an die Verursacher heran, sondern wir zahlen das als Allgemeinheit. Oder CO2-Zertifikate wäre noch das andere Stichwort, wo wir dann einen europäischen Markt mit dazu haben. Und als letztes, aktuell, die ersten Hubschrauber sollen jetzt, glaube ich, davon bezahlt werden. Das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für den Ausbau der Bundeswehr senkt aufgrund steigender Zinsbelastungen des Staatshaushalts den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen. Positiv oder normativ?
Kurze Erklärung vielleicht noch dazu. Ne? Da steckt das Modell dahinter, ne? Dass wir jetzt nicht irgendwo alles bei uns aus dem Eigenkapital finanzieren können. Das heißt, wenn wir jetzt erkannt haben, dass wir die letzten 30 Jahre relativ schön auf der Reduktion unserer Verteidigungsausgaben gelebt haben und dass wir uns die Welt rosarot ausgemalt haben und dass es niemanden mehr gibt, der in Europa einfach mal über die Grenzen rüberfährt. Naja, diese 100 Milliarden, die haben wir nicht einfach so rumliegen. Die werden wir über Kreditaufnahmen finanzieren müssen. Hier schon ein kleiner Hinweis mit dazu, diese 100 Milliarden. Und wenn dann, also das ist jetzt erstmal nur ein eingestellter Fonds, den wir haben. Das ist quasi aktuell erstmal nur virtuell. Da schreiben wir einfach nur eine Zahl hin. 100 Milliarden wollen wir ausgeben. Wenn dann aber in den nächsten Jahren das Ganze mit abgerufen wird, dann ist es aktuell so, dass wir das Ganze in der Finanzstatistik erstmal gar nicht sehen. Und zwar deswegen, weil wir das so beschlossen haben. Deswegen der Begriff Sondervermögen, der taucht also bei uns im Haushalt nicht auf. Und deswegen nennt man das Ganze dann auch Schattenhaushalte, die laufen so nebenher. Aber Sie als junge Menschen, die Sie hier sitzen, wenn wir es denn ausgeben, das Geld, bezahlt werden muss es trotzdem. Naja, und das wird dann eben explizit zu einer höheren Schuldenaufnahme führen. Und jetzt sind wir, EZB hat zumindest von der einen oder anderen Seite schon signalisiert, aktuell sind wir bei 3% Leitzinsen, dass sie eine sogenannte natürlichen Zinssatz, also den eigentlich anzustrebenden Zinssatz eher bei 4% sehen Sie mich noch? Jetzt kommt wieder was. Was macht unser Beamer? Mein Bildschirm ist aus, das ist komisch. Den Beamer hatte ich schon mal Probleme, jetzt ist mein Bildschirm wieder da. Na, sehr schön. So, ich stoppe mal die Aufnahme zumindest, weil Sie den anderen Bildschirm nicht sehen.